Heute Abend wurde im Bonner Universitätsforum die Vortragsreihe Die Welt im Wandel, Klima global, digital eröffnet. Der erste Gast dieser Reihe war Professor Dr. Thomas Ludwig, Geschäftsführer des Deutschen Klimarechenzentrums in Hamburg. Herzlich willkommen, Herr Ludwig. Vielen Dank, dass Sie noch sich kurz Zeit nehmen für ein Interview. Herr Ludwig, eine Frage vorweg. Was macht eigentlich das Deutsche Klimarechenzentrum? Nun, das Klimarechenzentrum stellt den Klimaforschern Rechenzeit zur Verfügung, Speicherplatz für ihre Ergebnisdaten, Möglichkeiten, die Ergebnisdaten hinten nach zu visualisieren und weltweit weiterzugeben. Und wir unterstützen unsere armen Klimaforscher, für die Programmieren eine schwierige Tätigkeit ist, bei der effizienten Programmerstellung auch. Sie haben heute Abend ganz deutlich gemacht, dass Simulationen einen ganz wesentlichen Wert für die Klimaforschung haben. Worin besteht eigentlich der Wert von solchen Simulationen für die Klimawissenschaften? Man muss im Prinzip sagen, dieser Teil der Klimaforschung, der sich mit der Modellierung beschäftigt, der ist identisch zur Simulation. Ja, es wird genau die Simulation als Methode des Berechnens der Ergebnisse verwendet. Und Klimamodellieren bedeutet, eine mathematische Darstellung zu machen, eine programmtechnische Darstellung zu machen und das hinten nach zur Ausführung bringen. Also Klimamodellierung ist identisch mit Simulation. Dann stellt sich die Frage, und das kam ja auch im Publikum vorhin in der Diskussion auf, wie kommt eigentlich das Klimarechenzentrum zu guten Simulationen? Ja, wir bekommen ja die Simulationen als Programme von unserer Kundschaft praktisch, von den Klimaforschern. Das heißt, der erste Schritt, den die für sich machen müssen, der besteht darin, sich eine mathematische Modellierung für das Geschehen, das sie da beschreiben wollen, zu überlegen. Also wenn wir jetzt sagen, was ganz Modernes mit den Wolken zum Beispiel, für das es noch nicht viel mathematische Beschreibungen gibt, dann besteht der erste Schritt darin, die Mathematik irgendwie zu erfassen, die in Form von Differentialgleichungen beschreibt, was da eigentlich passiert. Danach wird diese Beschreibung, die ja in formelhafter Weise ist, in ein Programm überführt, das dann im nächsten Schritt für unseren Parallelrechner, der ja aus vielen tausend Prozessoren besteht, parallelisiert wird. Also das heißt, die Daten werden aufgeteilt und jeder Prozessor berechnet zum Beispiel für den Globus seinen Zeitanteil. So ist hier das Zusammenspiel. Damit werden ja eigentlich Algorithmen zu einer zentralen Erkenntnisinstanz in dem Prozess. Wir wollen nicht über die Politik reden. Sie haben deutlich gemacht, dass das gar nicht Ihr Geschäft ist. Dennoch, gibt es Reflexionsprozesse über die Rolle von Algorithmen, mit denen Sie ja erstmal nur systematisch arbeiten? Ich würde ja immer gerne über die Algorithmen mehr reflektieren, denn ich denke, es brächte Erkenntnisgewinn, wenn man auch, wie ich es in den Folien ja gezeigt habe, diese historischen Vergleiche macht und zum Beispiel zeigt, welches Modell wurde wann von wem entwickelt, was konnte das Modell und wie stand es in Relation zu der Rechenleistung, die es zu dem Zeitpunkt gab. Das ist aber eine Art Metaforschung, die die Klimaforscher typischerweise nicht betreiben, weil sie das gar nicht interessiert, sondern die Klimaforscher wollen ja einfach nur ein neues Modell schreiben. Sie hätten gerne einen neueren, stärkeren Rechner und wollen neue, interessante Daten über das Klima. Wenn Sie Daten wollen darüber, wie Klimaforschung in Verbund mit Informatikforschung funktioniert, müssten Sie darauf separate Forscher ansetzen. Und das haben wir leider nur in ganz seltenen Fällen, die diese Art der, sagen wir mal, Geschichtsbezogenheit der beiden Disziplinen mal analysiert. Aber das gibt natürlich auch sehr viel Aufschluss, ja? Weil zum Beispiel in Bezug auf die neuen Rechner, die kommen, kann man dann sagen, welche Art von Wissenschaft kann denn möglich sein, wenn wir den Rechner um Faktor 1000 oder 1 Million verstärken? Diese Art der Forschung wird leider zu wenig betrieben. Ich finde es interessant, das zu tun, aber es ist nicht so einfach, Förderer zu finden dafür. Ich möchte nochmal zu einem Punkt kommen, den Sie vorhin in Ihrem Vortrag eigentlich ganz schön skizziert haben, nämlich wie kommt man eigentlich zu guten Berechnungen? Und Sie haben erklärt, wie man so ein Netz über den Globus legen kann. Könnten Sie für unsere Zuschauer nochmal einmal erklären, wie eigentlich das Klimarechenzentrum zu solchen Berechnungen kommt und was eigentlich die Strategien und Prozesse sind, die dahinterstehen? Also wir kommen ja nicht einfach so dazu, sondern wir bekommen das ja angetragen von unserer Kundschaft. Und die kommt folgendermaßen dazu. Die Kundschaft weiß, die Klimaforscher wissen, das Klimageschehen wird dominiert durch physikalische Gesetze. Die Gesetze kennen Sie, die können Sie hinschreiben, das sind so Differentialgleichungen. Dann kann man die nicht einfach ausrechnen. Der nächste Schritt ist, diesen Globus in Teilchen zu unterteilen, zu diskretisieren und aus den Differentialgleichungen sogenannte Differenzengleichungen zu machen. Das nehmen die vor, indem sie es in Programmform, Fortran-Programm typischerweise, niederschreiben. Und dann sagen wir ihnen, wir hätten jetzt auch nur 10.000 Prozessoren, ihr müsst auch noch anpassen auf die Prozessoren.
dann wird es schon schwierig, das können sie nicht so gut, aber sie machen das. Und dann kommen sie mit diesem Programm zu uns. Das Programm wird typischerweise nicht besonders effizient auf dem Rechner laufen. Wir sind natürlich aber an effizienter Nutzung der Maschinerie interessiert, kostet ja alles viel Geld. Und die Aufgabe vom DKZ ist es nun, den Klimaforschern bei der Leistungssteigerung ihrer Programme zu helfen. Auch zum Beispiel, wenn ein wissenschaftliches Ergebnis auf so einem großen Rechner nur in vielleicht einem Jahr berechenbar wäre, dass wir sagen, wir gucken mal, ob wir das Programm beschleunigen, vielleicht kriegt man es in einem Monat, weil dann wird aus nicht realisierbarer Forschung auf einmal realisierbare Forschung und man kommt dadurch zu qualitativ neuen Erkenntnissen. Also wir versuchen, diese Effizienzsteigerung in den bereits vorhandenen Programmen so vorzunehmen, dass der Klimaforscher effizient seine Forschung betreiben kann. Sie haben heute ganz stark betont, dass Rechenleistung ein großes, großes Thema ist, dass man eigentlich offensichtlich nicht genug davon haben kann. Mhm. Welche Szenarien lassen sich eigentlich mit Blick auf die Zukunft sehen? Sind die Rechnerzuwächse noch genauso, wie Sie das in historischen Perspektive skizziert haben, erwartbar? Und welche Fortschritte bringt das mit sich? Also man muss davon ausgehen, dass die Rechnerentwicklung so nicht weitergehen kann, weil man, obwohl man mir das schon im ersten Semester meines Studiums gesagt hat, ich höre den Satz Jahrzehnte, man sagt immer so, die Miniaturisierung ist jetzt am Ende. Aber was wirklich jetzt zum Anschlag kommt, ist die Miniaturisierung dieser halbleiterbasierten Technik. Wir sind jetzt bei Strukturen für Transistoren, die liegen so im Bereich 14 Nanometer und die sagen immer, ja, bis 7 Nanometer geht es noch runter. Das heißt also, wir haben vielleicht noch 10, 15 Jahre Luft und dann lässt sich das nicht weiter verkleinern mit dieser Technik. Und dann ist es so, wenn man so Innovationen anguckt, dann muss etwas Neues kommen. Wie früher aus diesen Röhren, als die am Anschlag waren, der Drang war zu neuen, schnellen Schaltelementen und der Transistor erfunden wurde, muss man einfach davon ausgehen, dass wenn diese Entwicklungskurve abflacht und weitere Verbesserungen zu teuer werden, dass eine andere Technologie kommt. Und eine andere, und es gibt verschiedene Kandidaten dafür. Ja? Ein Kandidat ist, es gibt jetzt dieses EU-Forschungsprojekt Graphen. Graphen sind diese Schichten aus einer Atomschicht Kohlenstoffmolekül. Daraus kann man auch Schalter bauen, wie Transistoren. Die sind viel kleiner, viel schneller und viel energieeffizienter. Mhm. Wenn man daraus erstmal Transistoren bauen kann, dann wird man Computer bauen, die genauso funktionieren digital wie die jetzigen auch, aber mit einer anderen drunter liegenden Hardware. Dann wird es einen neuen Sprung geben. Mhm. Weiter am Horizont sind Quantencomputer, auch weiter am Horizont sind biologische Computer. Ja, man kann auch mit DNA rechnen zum Beispiel, aber das ist alles im Versuchsstadium. Ich denke, neue Materialien wie Graphen, das wird so das Basismaterial der Zukunft und dann wird die Entwicklung weitergehen. Aber mit welcher Geschwindigkeit, ist unvorhersagbar. Ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben vorhin in Ihrem Vortrag gesagt, es ist die Aufgabe des Klimarechenzentrums, Technologiefortschritt in die Klimaforschung einzubringen. Wie machen Sie das genau? Die Aufgabe ist es, den Fortschritt nutzbar zu machen. Nun, die Aufgabe, also wie wir uns an die Aufgabe heranarbeiten, ist praktisch, dass wir erstens mal beobachten, was sich auf dem Markt alles tut. Wir haben also immer ein starkes Auge drauf, welche Hersteller von Parallelrechnern entwickeln aktuell welche neuen Techniken, weil wir ja in 5 Jahren wieder einen neuen Rechner haben wollen. Also wir sind jetzt schon im Gespräch mit Herstellern darüber, was wir in 5 Jahren vielleicht kaufen könnten. Und machen dann auch systematische Evaluierungen, wie man bestehende Programme, die die Klimaforscher jetzt benutzen, auf solche neuen Hardwarestrukturen bringt. Manchmal ist das ganz einfach. Manchmal ist zum Beispiel die Maschine einfach nur schneller und sie bringen das Programm drauf und es läuft tatsächlich schneller. Aber manchmal ist die Hardware von einer anderen Struktur, sodass sie große Anpassungen im Programm vornehmen müssen, die Klimaforscher wiederum nicht so gut verstehen, weil es ja keine Informatiker sind, die Informatiker von der Hardware gut verstehen, aber wo die Informatiker mit den Klimaforschern zusammenarbeiten müssen, damit deren Anwendung optimal auf die neue Technik angepasst wird. Und so ist immer am Horizont wieder eine neue Technik, die so ein bisschen anders strukturiert ist, wieder an einer anderen Stelle einen Piesackt und dann arbeiten wir darauf hin, das nutzbar zu machen. Ich war im Gespräch mit Professor Dr. Thomas Ludwig, Geschäftsführer des Deutschen Klimarechenzentrums in Hamburg. Vielen Dank, Herr Ludwig, für das Gespräch.